ihr seht mich jetzt hier in der Hotellobby. Und erster Tag eben angekommen, Flug mit 1,5 Stunden gute Verspätung losgegangen, leider. Ansonsten war der Flug ganz gut, glaube ich. Wetter ist nicht so besonders, aber sei es drum, gibt Schlimmeres. Ja, jetzt geht es auch gleich schon los zum ersten Termin, zum Händler. Da hoffe ich, dass ich ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Wir haben uns hier gleich mal ein Bier geholt und guck mal, was die hier für schicke Tonbecher fürs Bier haben. Das ist hier gezapftes japanisches Bier. Ist auch schön eisig kalt. Und ja, Thomas, Prost. Ne? Ja. Man sieht dich zwar nicht, aber Prost. Ja. Ja. Prost. Wir hier bei U Audio direkt in Tokio und das U in U Audio steht in diesem Fall für Used, also früher haben die hier nur gebrauchte Sachen gemacht und im Jahre 2000 haben die hier gestartet und inzwischen nicht nur gebrauchte Sachen, sondern auch neue Geräte im Angebot und ihr seht es vielleicht hier an den Aufnahmen, was hier an Produktportfolio an den Tag gelegt wird, ist irre, also ich denke, das ist richtig toll für jemand, der sich hier beraten lässt, also die haben wirklich ganz fantastische Sachen. Also nicht nur Sonote, mit dem wir gerade hier mit dem Magico-Lautsprechern gehört haben, mit den großen Monostufen von Sonote und der schönen E2 Phono-Vorstufe und der P3. Das war schon sehr schön, aber hier steht zum Beispiel Einstein, natürlich gibt es hier auch Macintosh, ThinkTeam steht hier auch noch, Akkuface steht hier. Und fairerweise muss man sagen, es ist natürlich hier im oberen Bereich, also es ist nicht gerade ein Laden für einen Einsteiger, aber es ist dann darauf ausgelegt, da weiß man, was man kriegt. Schon toll. Thank you.
Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier im Zug unterwegs in Hayabusa. Aus dem Tunnel gerade raus. Auf Deutsch übrigens der Wanderfalke. Und das ist hier die schnellste Zugverbindung, die es in Japan gibt. Der Zug hat eine Geschwindigkeit von 320 km/h und ich finde den ultra cool von der Farbe mit dieser langgezogenen Schnauze. Das ist schon echt was Besonderes, dieser Zug hier. Und ja, es ist auch recht komfortabel. Man hat hier schön Platz. Wir fahren jetzt ungefähr 2,5 Stunden. Sind hier auf dem Weg in den Norden Japans, weil wir morgen den Bergbesuch machen von Seoul-Nord. Und ja, ich bin sehr gespannt. So Leute, guck mal hier nochmal für euch der Hayabusa in voller Pracht. Was ein mega cooler Zug. Sind jetzt hier angekommen, gerade ausgestiegen. Ist schon cool. Und vorne, ich blende euch das vielleicht hier mal noch ein, kann man irgendwie die Schnauze teilweise abmachen und dann einen anderen Zug in einer anderen Farbe anklemmen, auch Hayabusa. Und dann fahren die irgendwie ein Stück zusammen und dann werden die wieder entkoppelt. Ist ganz spannend. So, schaut mal, sind wir hier Zwischenstation auf dem Weg in den Norden. Da ist quasi unterm Bahnhof eine riesige Shopping Mall oder Essens- und Shopping Mall. Verschiedene Ketten. Hier, der Laden heißt Kinea. Kinea. Und schaut mal hier im Schaufenster, sieht man hier die Gerichte, die man sich da bestellen kann, in Plastik, sodass man quasi sehen kann, was man da bekommt. Auch interessant. Ja, Leute, guck mal, nichts mehr Hayabusa, jetzt nochmal 2,5 Stunden in dem kompletten Kontrastprogramm, würde ich sagen. Ne? So, die Fahrt mit der Bimmelbahn ist zu Ende. Waren jetzt doch auch wieder über 2 Stunden, fast 2,5. Aber ich muss sagen, es war ganz cool, weil das war jetzt mal außerhalb von Stadt. Wir sind quasi nur durch Wald und an Feldern vorbeigefahren. Da gab es nur so kleine Dörfchen. Es war auch mal schön, das zu sehen. Und wir sind jetzt quasi am rechten, oberen, nördlichen Ende von Japan, wo wir in ein spezielles Hotel gehen, wo wir traditionell übernachten wollen. Und dann morgen früh in der Nähe die Werksbesichtigung ist. Ich bin mal gespannt. Das Hotel scheint auch am Meer zu sein. Bis gleich. Hier angekommen in diesem, ich würde mal sagen, traditionellen Hotel. Auch mal eine Erfahrung, die man machen kann. Jetzt guckt euch das mal an hier, wie das hier aussieht. Also man schläft quasi hier auf dem Boden. Da sind jetzt irgendwie Decken da drüben in dem Raum und dann kann man sich das da hinlegen irgendwie. Und das ist auch hier direkt am Meer. Ja. So, nur dass ihr das auch mal gesehen habt. Ein kleiner Rundgang hier. Das ist quasi der Flur. Hier geht's ins Bad. Ja, und hier sind auch nochmal 2 Türen. Hier ist die Wanne, Dusche, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Sauber ist es auf jeden Fall. Und hier die übliche japanische Toilette mit all der Technik, wie sie dazugehört. Ja, schauen wir mal, was das hier wird. Ach so, und hier, schaut mal, hier in so einem Schrank ist wohl das Kissen, irgendwelche Matratzen
Und hier unten drunter habt ihr auch noch Bettwäsche, also Laken, die man dann später hier hinlegt zum Schlafen. So Leute, da dachte ich eigentlich, ich muss mir hier aus den Sachen selbst ein Bett bauen. Aber wir sind gerade vom Abendessen zurückgekommen. Und guck mal da, da haben die mir schon, ja, das Bett aufgebaut. Das sieht doch mal, ja, gar nicht so ungemütlich aus, oder? Bin mal gespannt. Ohne Ende Plattenläden, relativ fußläufig voneinander entfernt zu erreichen.